Also erstmal engagiere ich mich politisch, weil ich denke, dass Kinder und Jugendliche unterrepräsentiert sind in der Politik. Und da sehe ich mich auch schon fast gezwungen, mich politisch zu engagieren, da sie auch oft nicht ernst genommen werden. Beispielsweise konnte ich dann auch im Jugendrat eine lange Zeit bei viel mitwirken und auch bei Sitzungen der Stadt dabei sein und somit mich erstmal auch sichtbar machen. Ich engagiere mich politisch, wenn man das so nennen kann, in der Schülervertretung von dieser Schule. Das mache ich schon seit der 5. Klasse, einfach aus dem Grund, da es mein direktes Umfeld ist und man dort wirklich was bewegen kann. Wir auch Dinge schon verändert haben, im sehr kleinen Rahmen, aber dafür sind es Dinge, die wir verändert haben. Ich bin in einer Jugendgruppe aktiv, die sich mit queeren Jugendlichen beschäftigt. Da bin ich sehr gerne und sehr intensiv auch aktiv. Ich engagiere mich bei Fridays for Future und möchte auf das Thema Klimawandel hinweisen. Damit ich helfen kann, ich wurde tatsächlich vor ein paar Tagen auch gefragt, ob ich auf einer Demo eine Rede halten möchte, ob ich einen Musikbeitrag da vorführen möchte, auf einer Fridays for Future Demo, wo ich dann auch wahrscheinlich dran teilnehmen werde. Und da versuche ich dann auf jeden Fall schon am Start zu sein und mein Bestes zu geben. Gerne auch an CSDs, die ja von einigen Leuten durchaus als Feier auch wahrgenommen werden. Aber ich würde sagen, man sollte das durchaus als Demonstration auch nutzen. Für mich ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen die besonders lauten Stimmen, die eben demokratiefeindliche Äußerungen tätigen, aber auch ein Zeichen zu setzen für die Politik, zu sagen, dass junge Menschen auch politisch interessiert sind, dass sie eine zukunftsorientierte Politik wollen und Veränderungen wollen. Also ich engagiere mich vor allen Dingen online, indem ich meine öffentliche Meinung auch veröffentliche und damit versuche, ein Spektrum zu erreichen, welches so gesehen dieselbe politische Meinung vertritt wie ich. Zum Beispiel packe ich manchmal so Insta-Beiträge in meine Story, wo zum Beispiel aufgeklärt wird, jetzt momentan ist Hanau ja total aktuell, dass da ja nicht so dieses Bewusstsein geschaffen wurde für die Opfer. Und dass man für sowas einfach ein Bewusstsein entwickelt und versucht, die anderen Leute so ein bisschen mitzunehmen, die vielleicht sich nicht darüber informiert haben und das nicht mitbekommen haben. Ich engagiere mich bei der FDP als Parteimitglied und ansonsten auch noch durch Petitionen etwa an den Bundestag, Landtag oder auch der EU. Ich engagiere mich politisch, weil ich finde, also erstens, weil es mich interessiert. Und zweitens, weil ich denke, dass es Zeit wird, dass Nachwuchs quasi die Politik übernimmt, dass da nicht immer nur alte Leute im Bundestag sitzen, dass man da auch neue, vielleicht auch unbekannte Gesichter zu sehen hat. Und ich finde, politische Beteiligung ist in dem Sinne wichtig, weil wir halt quasi vielleicht die demokratischen Grundsätze oder halt die Grundordnung, die wir halt quasi haben, entweder weiter ausbauen, verändern, aber natürlich auf der Grundlage der Demokratie. Und dass, wenn wir quasi nichts tun, sich auch nichts verändert wird. Demonstrationen. Alleine die Anzahl an Menschen kann sehr viel Informationen vermitteln und der Politik ein großes Zeichen geben. Dass man laut wird, für seine Ziele einsteht, dass man zeigt, nicht nur den Politikern, sondern auch allen anderen in der Bevölkerung, dass man eine Stimme hat und dass man die auch erhebt, wenn es notwendig ist. Wir hatten in den letzten Jahren mehrere große Bewegungen. Ich denke jetzt vor allem an die Klimaszene, Fridays for Future, Besetzungen und so weiter. Einfach zu zeigen, dass man da ist, auch dass man mit seiner politischen Meinung da ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Freundeskreis irgendwas mitbekommt, im Bekanntenkreis oder auf dem Schulhof, dass da irgendjemand irgendwas verbreitet, wo man sagt, entweder das sind vielleicht Informationen, die gar nicht stimmen, irgendwelche Falschinformationen oder irgendwelche politischen Meinungen, die zum Beispiel einfach menschenverachtend sind, da dann klar sich hinzustellen und sagen, so geht das meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, auch über Social Media hat man mittlerweile immer mehr Möglichkeit, quasi sich politisch zu engagieren, weil man dadurch auch einfach eine extreme Reichweite erreichen kann. Wobei man da halt wirklich immer abwägen muss, ob man sich nun wirklich in Social Media beteiligt, weil gerade wenn man sich Content Creator oder andere Influencer anguckt, dann beeinflussen oder beziehungsweise sie versuchen natürlich,
das Bild ihrer Zuschauer zu beeinflussen. Da sollte man dann darauf sehr, sehr doll achten, dass man sich wirklich ein eigenes Bild davon macht. Es gibt Jugendparlamente, da kann man dran teilnehmen oder Teil davon werden, wo ich dann nur leider auch immer dann das Problem mit habe, dass ich das Gefühl habe, dass diese nicht genug gesehen werden. Und es gibt auch Jugendvereine von Parteien und damit kann man auch schon mal so ein Gefühl für Politik haben und versuchen mitzuarbeiten. Der beste Weg ist, in eine Partei zu gehen und entsprechend dort zu versuchen, etwas zu ändern, beziehungsweise gibt es natürlich auch noch den Weg, sich zum Beispiel als Direktmandat aufstellen zu lassen. Also ich finde, das kann ganz klein anfangen, mit zum Beispiel in der Schule kann man sich schon ganz klein als Schulsprecher oder sogar Klassensprecher melden und dann damit zur Schülervertretung beitragen. Das ist ja schon meiner Meinung nach der erste Schritt in die Politik. Die Option zu haben, dass man wählen darf, dass man weiß, wer in der Regierung sitzt und dass das auch eine Entscheidung vom Volk war und nicht von einer höheren Instanz, das finde ich auf jeden Fall sehr gut und sollte auch in jedem Staat sein, weil im Endeffekt macht ja das Volk den Staat. Aber generell würde ich sagen, dass die Politik im Moment mehr für die Menschen tun müsste und sich ein bisschen mehr auch hinter die Interessen des Volkes stellen sollte. Ich bin politisch nicht auf dem aktuellsten Stand. Klar interessiere ich mich, aber ich habe oft auch so als Jugendliche das Gefühl, dass ich nicht mehr ganz mit hinterherkomme, weil dann irgendwie man hört mal da im Internet was, dann da und dann ist es so eine Meinungsverschiedenheit und man weiß nicht, was glaube ich jetzt, wo fange ich an. Deswegen würde ich für mich sagen, es ist oft eine Verwirrung. Ich kann mich mit keiner Partei so richtig identifizieren, da ich viele Meinungen oder Positionen, die Parteien vertreten, selber nicht übernehmen würde. Natürlich, in einer Hand, die Demokratie ist da, durch das Mehrheitsverhältnis. Aber dann natürlich hat man auch eine etwas größere oder kleinere Gruppe, die natürlich auch dann benachteiligt wird. Aber ich glaube, das ist halt eben einfach der Nachteil einer Demokratie, weil so geht es. Ich glaube, hundertprozentige Demokratie ist nicht möglich. Du kannst nicht in einem Land auf 10 unterschiedliche Weisen regieren, weil dann funktioniert das einfach nicht. Und ich glaube, dann ist die Demokratie im Endeffekt noch so die beste Möglichkeit, weil du dann halt so das hast, was die meisten Menschen wollen. Viele Politiker können die Meinung vieler schon vertreten. Aber es ist häufig ja doch noch eher so in die Richtung, ja, weißer alter Mann, der die Gesetze macht. Und da würde ich mir in der Zukunft auch noch mal ein bisschen was Neueres wünschen, damit noch mehr Meinungen auch zufriedengestellt werden können. Ich denke, dass ja, Demokratie sehr wichtig ist und vor allem auch wichtig in Erziehung, dass man lernt, dass man ein Recht hat, sich zu beteiligen, dass da vielleicht eben nicht so eine Verdrossenheit dann entsteht, sondern dass man auch das Gefühl hat, man kann sich mit einbringen und dadurch eben sagt, okay, ich beteilige mich, ich gehe wählen oder so. Es sind oft Parteien und Politiker, die reden viel, aber machen wenig. Aber ich finde, es ist immer besser noch, wenn die wenigstens etwas machen, als wenn es so Parteien sind, die etwas gegen einen machen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, welche Partei ich genau wählen werde, weil ich der Meinung bin, dass jede Partei so ihre Vor- und Nachteile hat und es wahrscheinlich immer irgendeine Partei geben wird, bei der man vielleicht nicht das komplette Wahlprogramm unterstützen wird. Aber ich finde, es ist wichtig, sich auch damit dann auseinanderzusetzen und nicht aus Protest zum Beispiel die AfD zu wählen, weil man eine Veränderung haben möchte. Eine vermeintliche. Ich finde, einige Parteien vertreten ganz gut meine Ansichten. Ich bin zum Beispiel in der Jungunion tätig, also würde mich dann auch Richtung CDU sehen. Und andere Parteien, wie zum Beispiel die AfD, würde ich auch schon wie viele als ja, rechtsextrem einstufen. Und das halt auch, wie gesagt, wie ich vorhin erwähnt habe, auch von den demokratischen Grundsätzen abweicht. Im Kontext der jüngsten Ereignisse, der Zusammenkunft in Potsdam von Rechtsextremen, den darauf folgenden Protesten von sehr vielen Menschen auf der Straße, finde ich, dass es besonders bei dieser Wahl jetzt darauf ankommt, wählen zu gehen, weil uns eben jetzt die Aufgabe zufällt, zu verhindern, dass unsere Demokratie durch das rechte Parteienspektrum gefährdet wird. Dass PolitikerInnen mehr zuhören, direkt auf unsere Fragen antworten. Dass vor allem die Anliegen junger Menschen mehr berücksichtigt werden in der Politik, weil wir eben diejenigen sind,
die noch am längsten mit den Konsequenzen, die aus den Entscheidungen, die Politiker jetzt fällen, resultieren, zu leben haben. So an die PolitikerInnen würde ich sagen, dass sie aus ihrer eigenen Haut schlüpfen, also das Leben aus anderen Perspektiven wahrnehmen und nicht nur aus ihrem einflussreichen und privilegierten Leben. Dass man versucht, die Migrationen über Europa zu verteilen und eine gemeinsame Integrationspolitik zu finden. Es ist eine schwierige Aufgabe, dass möglichst jede Bevölkerungsgruppe irgendwie repräsentiert wird oder eine Stimme bekommt. Ich denke, dass Politik uns alle angeht und deswegen auch alle repräsentiert werden sollte. Ich würde mir halt sehr wünschen, dass man mehr auf dieses Wort Toleranz und deren Bedeutung eingehen würde und vielleicht zu diesem Wort hin weiterarbeitet, dass man hoffentlich eine Gesellschaft bauen könnte, in der halt wirklich Toleranz großgeschrieben ist. Dass wir es schaffen, dass dieser Alltagsrassismus, dass wir das mal hinkriegen, also dass das komplett weg ist. So.